In diesem Video geht es um die wahrscheinlich größte Neuerung für Modder seit 22 Jahren, die Sims. Der neue Mod-Manager für die Sims 4 wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht, der für alle Spieler vieles erleichtert. Ich habe euch ja schon vor einigen Wochen die neue Mod-Plattform CurseForge vorgestellt, mit der ihr euch ja sehr leicht Mods aus der Community herunterladen könnt. Und jetzt haben die Leute von CurseForge einen Mod-Manager veröffentlicht, mit dem ihr eure The Sims 4 Mods ganz einfach verwalten, auf dem Laufenden halten und noch vieles mehr mit denen machen könnt. Nochmal für alle, die es nicht wissen, ein ganz kurzes Tutorial, wie ihr an den Mod-Manager kommt. Ihr geht einfach auf curseforge.com, habe ich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, dann auf CurseForge-App und dann müsst ihr hier einfach nur auf Download klicken, es ist eigentlich ganz einfach. Und wenn ihr dann das Programm heruntergeladen und installiert habt, sieht das Ganze so aus. Man sieht hier schon, ich bin im Get More Mods Reiter drin, in dem man sich die Mods dann an sich runterladen kann. Ganz kurze Info, aktuell ist es noch so, dass Spieler, die auf dem Mac spielen, sich noch eine kleine Weile gedulden müssen. Und zwar kommt der Mod Manager da erst im Jahr 2023, also noch ein bisschen später. Wie ihr es schon seht, ich bin hier im Reiter My Mods. Hier ist tatsächlich dann die ganze Mod-Übersicht. Interessanterweise nicht nur die Mods, die ihr installiert habt, sondern auch die Haushalte. Ich verstehe das nicht so ganz, das ist hier jetzt nicht differenziert. Wir sehen hier ebenfalls die Sims und Grundstücke, die ich hier installiert habe. Es ist halt tatsächlich wirklich sehr einfach. Unter Get More Mods könnt ihr euch jetzt hier einfach irgendwas raussuchen, völlig egal. Ihr habt hier verschiedene Kategorien, das habe ich euch ja schon im letzten Video vorgestellt. Und wir gucken uns jetzt hier einfach mal dieses Set hier an, klicken dann einfach hier auf Installieren, warten ein paar Sekunden, bis dann die Mod heruntergeladen hat. Und das war's dann auch schon. Tatsächlich ist sie jetzt schon aktiv. Und das geniale Neue an diesem Programm ist tatsächlich, dass wir unsere Mods jetzt ganz einfach auf dem Laufenden halten können. Wenn ihr jetzt eure Mods updaten wollt, beispielsweise bei dem größeren Update, wo es eigentlich bei jeder Mod Pflicht ist, sie abzudaten, damit sie wieder richtig funktioniert, könnt ihr jetzt einfach die entsprechenden Mods auswählen und dann hier oben auf Alles aktualisieren oder auf Update gehen, wenn ihr die Mod nur einzeln aktualisieren wollt. Bei Alles aktualisieren werdet ihr natürlich alles aktualisieren, was ihr hier gerade ausgewählt habt. Natürlich kann der Inhalt hier nur aktualisiert werden, wenn es tatsächlich auch eine neue Version vom Modder gibt. Es gibt Modder, die da immer sehr regelmäßig hinterher sind und nach einem Update da immer direkt gucken, ob es da zu Fehlern kommt und dann auch direkt das Update raushauen. Das kann manchmal sogar am selben Tag passieren. Bei anderen Moddern dauert es natürlich eine ganze Weile. Manche Mods werden auch gar nicht mehr geupdatet. Das seht ihr also immer hier, wenn es ein neues Update gibt. Wenn ihr das gerne auch mal vergesst, gibt es nochmal eine ganz besondere Einstellung. Wenn ihr hier oben unter Open Instance Settings reingeht, könnt ihr tatsächlich sogar eine automatische Installation von diesen Mod-Updates anstoßen. Das macht ihr mit diesem orangenen Button eigentlich auch ganz einfach. Wenn ihr ihn aktiviert habt, werden automatisch, wenn es ein neues Update gibt, eure Mods aktualisiert, was ich wirklich genial finde. Bei CurseForge gibt es natürlich sehr viele Modder, die schon ihre Mods reingestellt haben, aber einige sind immer noch auf ihren eigenen Tumblr-Webseiten oder auf ihren eigenen Webseiten allgemein. Und wenn ihr Mods aus externen Quellen installiert habt, geht es natürlich auch. Immer wenn ihr irgendwas in den Mods-Ordner getan habt, müsst ihr hier einmal auf Aktualisieren klicken, dann liest CurseForge euren ganzen Mods-Ordner neu ein und auch eure aus dem Internet heruntergeladenen Dateien werden angezeigt. In diesem Fall hier habe ich jetzt einfach mal meine Mods aus 2015 wieder rausgefischt. Die habe ich tatsächlich wieder gefunden, nachdem ich sie vor einer Weile mal verloren habe. Und wie man sieht, die werden hier angezeigt, aber es werden jetzt nicht wirklich schöne Vorschaubilder angezeigt. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal auf eine Datei draufklicken, man kann sehen, CurseForge kann einem sogar anzeigen, was das genau für ein benutzerdefinierter Inhalt ist, für was für eine Altersstufe der geeignet ist, was für Farben, was für ein Material. Das sind ja alles Parameter, die für die Mod im Spiel dann festgelegt werden und das wird hier ebenfalls angezeigt. Finde ich tatsächlich eigentlich sehr cool. Ich glaube, gerade wenn man nur Mods von CurseForge direkt installiert und dann hier so eine kleine Vorschaubild-Ansicht hat, kann man auch viel besser Mods rausschmeißen, die man nicht mehr braucht oder die irgendwie nach einem Update kaputt gegangen sind, die dann nicht mehr vom Modder irgendwie aktualisiert wurden. Das finde ich tatsächlich sehr spannend.
Ich glaube, ganz ehrlich, für alle Modder, für alle Leute, die auch gerne Mods im Spiel haben, ist es hier auf jeden Fall ein Muss, dieses Programm. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt schon diesen Mod-Manager hier installiert habt. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Es ist auf jeden Fall wirklich eine super einfache Möglichkeit, sich ganz verschiedene Mods herunterzuladen. Das Programm funktioniert natürlich auch für ein paar andere Spiele noch. World of Warcraft und Minecraft ist hier unter anderem mit dabei als Spiele, die unterstützt werden. Ich hoffe, dass die Leute von CurseForge da auf jeden Fall noch so ein paar andere coole Sachen mit reinbringen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was kommt. Eine Funktionalität, wie versprochen wurde, dass man zum Beispiel auch kaputte Mods direkt entfernen kann, ist anscheinend jetzt bis jetzt noch nicht drin. Das ist dann vielleicht eine Funktion, die noch kommt. Da halte ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.